geht. So, wie gesagt, drückt jetzt Pause. Ich gebe euch 2 Sekunden Zeit. 1, 2, fertig, vorbei, schade, annehmen. Sie haben eine neue Quest gestartet. So, jetzt muss ich aber mal hier hinter, denn für den alten Mann habe ich ja den Glutstein gefunden. Aha, wie ich sehe, habt ihr ein Stück strahlender Glutstein gefunden. Hoffentlich war es nicht zu mühsam. Hier ist eure Belohnung. Das ist ein schönes, klares Exemplar. Aber irgendetwas daran ist seltsam. Alle Glutsteine aus Torchlight scheinen eine besondere Eigenschaft zu haben. Nun, das werden wir schon bald besser verstehen. Okay. Wir sind eine Stufe aufgestiegen. So, Level Up, Level 2. Ich kann jetzt hier drüben... kann ich meine Stats aufwerten. Ich mache immer 1 in Verteidigung und 4 in Magie. Ich hoffe mal, das hilft. Und hier kann ich jetzt Skills erlernen oder verbessern. Einzige, was ich momentan brauche, ist das hier, weil erst hier Level 5 bekommt das hier. Mehr setze ich nicht ein. Weil das hier ist, hier wird meine Magiefähigkeit gestärkt. Das, hier steht das, 4% Schaden für Magiewaffen. Und, ja. Und verringerte Anforderungen für Ringe und Amulette. Klingt gut, nehme ich mit. So, dann haben wir das. Und der, was man hat, natürlich... noch was. Glutstein ist die Essenz der Magie und er nimmt Eigenschaften seiner Umgebung an. Deshalb haben Glutsteine von verschiedenen Orten auch unterschiedliches Aussehen und Eigenschaften. Aha. Ich habe von einer weitläufigen Nekropole gehört, die unter der Mine begraben ist. An solchen Plätzen kann man manchmal Todesglutstein finden. Einen derartigen Glutstein zu studieren ist schon lange ein Traum von mir. Solltet ihr einen finden, bringt ihr ihn mir doch, nicht wahr? Natürlich. Ich kriege ja dafür auch 3000 Erfahrungspunkte, 88 Gold und 450 Ruhm. Richtig. Ruhm. Wenn ich meinen Charakterbildschirm aufrufe, habe ich hier die Ruhm-Anzeige. Ruhm Stufe 1. Ihr seht hier, ich habe 360 von 1600 Ruhm. Wenn ich die 1600 erreicht habe, komme ich in die Ruhm Stufe 2 und bekomme einen Skillpunkt, den ich dann hier drüben einsetzen kann. Aber da haben wir noch ein bisschen. Geht manchmal ratzfatz, weil da mehrere Bosse auf einmal sind. Aber wir gehen jetzt mal zurück in unseren... Obwohl, schauen wir mal, wir haben da jetzt ein bisschen Geld. Inventar. Wir haben ein bisschen Geld und hier der Gürtel geht jetzt auch. Den ziehen wir gleich mal an. Plus 4 Chance auf kritischen Treffer. Das packen wir doch gleich mal auf unseren... Gürtel. Ihr seht, der Gürtel hat jetzt diese Eigenschaft bekommen. Plus 4 Chance auf kritischen Treffer. Super. Unser Inventar ist damit wieder leer. Und wir können weitermachen. Denn schließlich haben wir eine Aufgabe, eine Mission. Was haben wir da? Mit einem Rechtsklick setzt du deine zugewiesene Fähigkeit bzw. Zauberspruch ein. Danke! Danke. Ach, da ist noch so eine Ratte. So, dann öffnen wir mal die Tür. Denn wir suchen immer noch Brink. Hier sind Fässer. Die nehmen wir mal auseinander. Könnte hier immer was Schönes drin liegen. Hier finde ich nichts. Hier sind ein paar Gegner. Die aber so kein Problem sein sollten. Zack. Ein bisschen Gold. Und hier geht es in die nächste Ebene. Ihr seht hier unten Ordenminen Ebene 1. Gehen wir jetzt nach unten, sind wir natürlich in Ebene 2. Ebene 2. Und da sind wir schon. In Ebene 2. Gronkh ist auch da.
passt das schon. Da gibt es eine Truhe und ein Fass. Das Fass machen wir gleich mal kaputt. Wenn uns da nicht die Tür im Weg steht oder ein Rahmen oder irgendwas anderes. Azurgel heißen die. Gut. Kaputt. Und, oh. Die Truhe ist böse. Mimik. Ihr seht, Gronkh arbeitet mit. Der greift hier an und haut alles platt. Er hat ja auch seine eigene Lebensleiste und auch seine eigene Magieleiste. Denn Gronkh kann später auch Zaubersprüche erlernen. So, mal gucken, was haben wir da bekommen. 3 Giftschaden, 2 Giftresistenz brauchen wir nicht. Gewöhnlich, also es lohnt sich eigentlich immer, wenn wir die Gegenstände vorher identifizieren, weil dann bringen die mehr Geld beim Verkauf. Also auch mitberechnet die Kosten für seine Rolle, die wir aber immer mal wieder finden. Gut. Also ich, ach so, kann ich das Ding gebrauchen? Nein. So, da läuft eine schöne Spinne. Die lebt immer noch. Das war... Oh. Und erledigt. Robuste Keule. Lederstiefel, Gold. Da habe ich noch eine Spinne. Und ein Skelett war auch da. Richtig, aus den Fässern kann es manchmal passieren, dass da ein Skelett kommt, wie hier. Und hier haben wir auch so eine Identifizierungsrolle. Oh, da haben wir... Immun gegen Zurückwerfen. Okay, Zurückwerfen werde ich den wohl nicht können. Aber einer der größeren. Und da würde ich doch glatt mal sagen, den machen wir doch fertig. Ziehen wir uns erstmal die Kleinen hier aus dem Weg. Die sind damit platt. Dann fehlt mir nur noch der... Ah, was haben wir hier? Noch ein kleiner. Okay. Das Gold schnappen wir uns. Und jetzt holen wir uns mal den hier ran. Komm mal her, Junge. Na, der ist schon ein bisschen härter und ich habe auch keinen Mana mehr. Das ist natürlich nicht schön. So, mein Pet tankt. Komm schon. Gronkh, mach ihn platt. Beiß ihn in den Sack, Mann. So. Mist. Nehmen wir erstmal das Gold, während wir regenerieren. Oh, regenerieren. Reggen. Zack. Problem ist halt, dass mein Zauber noch ziemlich schwach ist. Und ich mir ja die anderen Zauber aufheben möchte, oder meine Skillpunkte aufheben möchte. Okay, ich glaube, jetzt können wir auch mal draufhauen. So. Sammeln wir alles auf. Lässt ja genug da. Und dann müssen wir mal gucken. Reichlich Gegenstände bekommen. Identifizieren wir einfach mal alles. Weil selbst das, was wir nicht gebrauchen können, können wir immer noch verkaufen. So, eine Resistenz ist immer gut. Was haben wir hier? Die sieht gut aus. Eisresistenz, Giftresistenz. Erhöht jeden Giftschaden um, okay. Feuerschaden brauchen wir nicht unbedingt. Geschicklichkeit 9, also kann ich das Ding gar nicht anziehen. Verdammt. Ach, Menschenskinder. Egal, das sind so Objekte, die werden dann eh verkauft. So. Gut. Regeneriert auch mein Leben, weiß ich gar nicht. Mana regeneriert sich auf jeden Fall. Aber mein Leben scheinbar nicht. Also ich weiß, Gronkh wird wohl als erstes einen Heilzauber erlernen. Sobald ich da was Passendes finde. So, da drüben gibt es eine Tür. Und ein paar von diesen Monstern. Und der rennt weg.
Wieso rennt der weg? Renn doch nicht.